Hallo liebe Leute, ich hoffe es geht euch gut. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das WLAN-Passwort rausfindet von einem Rechner, der gerade mit dem WLAN verbunden ist, für den Fall, dass ihr das Netzwerkpasswort für einen anderen Rechner braucht, es aber gerade nicht wisst. Ja, ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Passiert ja immer mal wieder, dass man sein WLAN-Passwort vergisst. Eigentlich ist man mit dem Notebook vielleicht drauf angemeldet auf dem WLAN. Man braucht das Passwort aber gerade irgendwo für einen anderen Rechner, den man da hinzufügen möchte und weiß es schlichtweg nicht mehr, weil das, was auf dem Router unten drunter steht, das hat man meistens schon geändert. Irgendwelche kryptischen Zahlen kann man sich leider nicht gut merken. Falls ihr es euch nicht aufgeschrieben habt, ist das nicht schlimm. Wenn ihr mit einem Windows-Rechner verbunden seid, ist das alles kein Problem. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr drückt einmal die Windows-Taste plus I, kommt dann in die Windows-Einstellung und geht auf Netzwerk und Internet. Geht dann hier auf die Position WLAN. Scrollt runter, fast bis zum Ende. Dann kommt ihr hier zum Netzwerk- und Freigabecenter, was ihr natürlich auch einfach suchen könnt. Aber ihr klickt einfach mal darauf. Und dann seht ihr hier euer aktuelles Netzwerk. Hier sind wir verbunden mit dem DukeNet 2017, mein Standardnetzwerk. Und hier könnt ihr dann draufklicken auf euer WLAN. Dann öffnet sich der Status von WLAN 2. Und ihr sagt hier drahtlos Eigenschaften. Hier haben wir den Punkt Sicherheit. Und da gehen wir einfach mal drauf. Und dann seht ihr hier euren Sicherheitstyp, den Verschlüsselungstyp. Und hier hinter verbirgt sich unser WLAN-Passwort. Jetzt können wir einfach sagen, Zeichen anzeigen und unser WLAN-Passwort wird angezeigt. Ihr seht meins jetzt nicht, weil ich es verpixelt habe. So habt ihr auf jeden Fall eine einfache Möglichkeit, euer WLAN-Passwort rauszufinden. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video irgendjemandem hilfreich sein. Und wenn das so ist, dann gebt den ganzen doch einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns hoffentlich und garantiert im nächsten Video. Ich sage, haut rein, bis dahin. Ciao.